Die Deutschen werden sich nach Ansicht der Ständigen Impfkommission wohl spätestens im nächsten Jahr erneut gegen Corona impfen lassen müssen. Das Virus werde bleiben, deshalb müsse man sich grundsätzlich darauf einstellen, sagte STIKO-Chef Mertens. SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach geht sogar davon aus, dass die Immunität nach einer Impfung nur rund 6 Monate anhält. Sollten sich Mutationen verbreiten, gegen die aktuelle Vakzine nicht wirksam genug sein, müsse wohl möglich schon früher mit einem angepassten Impfstoff nachgelegt werden, heißt es. Daniel Koop steht vor uns vor dem Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Daniel, wenn die Immunität also nach einem guten halben Jahr jetzt nicht mehr gewährleistet sein sollte, was bedeutet das denn für die Impfkampagne und das Versprechen der Bundesregierung, allen bis zum Ende des Sommers dann auch ein Impfangebot machen zu wollen? Also da dürfte ein ganz schönes Chaos auf jeden Fall entstehen. Und malen wir uns das Szenario mal von Karl Lauterbach an und schauen uns das Szenario einfach mal an. Also ab dem 27.12. wurden die ersten Menschen hier in Deutschland gegen Covid-19 geimpft. Und am Anfang war es auch so, dass die Abstände zwischen der ersten und der zweiten Impfung deutlich geringer waren, als das aktuell der Fall ist. Also wir könnten in ein Szenario reinkommen, spätestens ab dem Spätsommer, wo wir auf der einen Seite in Deutschland Kinder impfen werden, wo viele Leute in Deutschland vielleicht noch gar nicht ihre erste Impfung erhalten haben. Da sprechen wir noch gar nicht über die zweite. Und wo man ab diesem Zeitpunkt dann auch schon über Auffrischungsimpfungen dann auch sprechen muss. Und das dürfte eine sehr, sehr große logistische Herausforderung sein. Die einzige gute Nachricht, ich glaube, in diesem Zusammenhang kann man sagen, dass dann wirklich genügend Impfstoff sicherlich vorhanden sein sollte. Die EU hat ja erst kürzlich einen neuen Vertrag auch mit BioNTech abgeschlossen. 1,8 Milliarden Impfdosen bis zum Jahr 2023, aber diese logistische und planerische Aufgabe, die dürfte immens sein. Ich schließe daraus, dass wir da eigentlich gar nicht drauf vorbereitet wären. Ja, davon gehen viele Experten aus, so zum Beispiel auch Ute Teichert. Sie ist die Chefin der Amtsärzte in Deutschland und sie hat wirklich die Sorge, dass Ärzte, dass Hausärzte in ein Impfchaos ab dem Sommer dann auch kommen könnten. Ich habe ja das große planerische Problem auch schon angesprochen und sie sagt ganz klar, dass ihr so der Blick über den Tellerrand einfach fehlt und den hat man wohl in anderen Ländern, sprechen wir beispielsweise über das Vereinigte Königreich, deutlich mehr. Da plant man nämlich schon genau diese Situation. Hier in Deutschland hat man eher das Gefühl, dass man sich aktuell natürlich vor allem auch darauf konzentriert, dass die Menschen hier in Deutschland erst einmal ihre Erst- und Zweitimpfung dann auch erhalten werden. Die große Frage wird natürlich sein, wie kann man das Ganze überhaupt stemmen? Wir sind ja aktuell in einer Situation, wo man darüber spricht, die Impfzentren in Deutschland vielleicht sogar abzuschaffen, weil sie teilweise nicht effizient genug sind, natürlich auch eine Menge Geld kosten. Und da sagt Ute Teichert, die Chefin der Amtsärzte in Deutschland, dass man die Impfzentren auf jeden Fall auch noch im Herbst und auch nach dem Herbst noch weiter betreiben sollte. Also ich bin mir sicher, das Impfchaos, der Impfkrimi in Deutschland, der wird uns sicherlich noch eine ganz schöne Zeit beschäftigen. Daniel, vielen Dank für diesen Überblick aus Langen vom Paul-Ehrlich-Institut. Dankeschön.